Hallo Thomas. Hallo, kannst du mich hören? Sehr gut. Siehst du mich auch? Sehe dich auch sehr gut. Wunderbar, das klappt ja wie am Schnürchen. Thomas, wir sind hier kurz davor, dass ein Konzert stattfindet, hier im Atelier Klang und Raum in Zürich, in Uetikon am See. Und es ist toll, dass wir dich dazuschalten können aus Wien. Es wird ja auch ein Stück von dir heute Abend hier gespielt. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, wir sind auch ganz gespannt und ich wollte es auch mal zum Anlass nehmen, auch mit dir mal über das Thema Frauen zu sprechen. Gerne, gerne, jederzeit. Schieß los. Also heute spielt zum ersten Mal eine Frau bei uns bei den Digital Concerts, das ist die Tamriko Kotsaya. Und du kennst dich ja aus im Klassikbetrieb. Ist es denn eigentlich so, dass der Klassikbetrieb immer noch eine Männerdomäne ist? Ah, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass in den meisten Bereichen diese Männerdomäne mittlerweile aufgebrochen ist und das eigentlich ziemlich ausgeglichen ist. Es war lange Zeit in bestimmten Bereichen sehr, sehr männerlastig, da hast du recht. Also das sind ja gute Nachrichten. Durchaus. Dann hoffen wir, dass es sich so weiterentwickelt. Anderes Thema, lass uns mal über Musik sprechen. Dein Stück, deine Komposition, die wir heute hören werden, die ist ja sogar titelgebend für den ganzen Abend geworden. The Melancholy of Perfectionism. Was Lieber muss. Marcel, Verzeihung, aber ist nicht der Abend, hat nicht der Abend den Titel der Perfection of Melancholy? Und mein Stück hat den Titel oder den Beinamen The Melancholy of Perfectionism. Stimmt, doch, genau. Doch. Der Abend heißt The Perfection of Melancholy und dein Stück heißt The Melancholy of Perfectionism. Genau, richtig. Danke. Was machst du eigentlich, wenn du melancholisch bist? Das würde mich interessieren. Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich in einer gesunden Phase bin, dann gehe ich lange laufen. Das hilft. Es kann aber andererseits auch schon mal vorkommen, dass die Melancholie ertränkt wird. Ja, gut, dann hoffe ich mal, dass du jetzt nicht davonläufst, auch wenn es dir melancholisch zumute ist. Das Konzert geht in wenigen Momenten los. Ich wünsche dir viel Spaß und vielen Dank für deine Worte. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal in echt wieder. Yes, auf bald. Und ich freue mich aufs Konzert. Auf bald, Thomas. Ciao. Tschüss.
Buonasera, buonasera, bonsoir und einen schönen guten Abend. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich riesig, dass wir heute bei uns, bei Digital Concerts, Tamriko Kozaya begrüßen dürfen. Liebe Tamriko, ich weiß auch, dass einige deiner Zuschauer aus anderen Ländern stammen, zum Beispiel aus Georgien, aus der Heimat oder auch aus Österreich, hast du mir erzählt. Vielleicht möchtest du ein kurzes Grußwort in die Heimat verschicken. Zuerst auf Deutsch ein Grußwort. Vielen Dank für die Einladung und für diese unglaubliche Möglichkeit, bei euch zu spielen. In konzertlose Zeiten und ja, auf jeden Fall auf Georgisch auch, weil viele meiner Freunde von dort kommen und ich glaube, die haben diese Möglichkeit jetzt zum unsere Konzert zu hören. Kamerjobata zalian mihariaro, es ist das Level über Quaxstrom, tkwen tistaukrat, da imediaro sadrats internet chihart, da quismet, da gisurwebt sasiamono saramos, madlob. Vielen Dank, liebe Tamriko, was für eine musikalische, schöne Sprache. Du bringst uns ja heute nicht nur neue Musik, sondern auch ganz neue Klänge mit. Soeben haben wir ein Stück gehört von George Crumb, das heißt Dream Images. Und ich finde, dieses Stück passt so unglaublich gut in den Übergang. Wir haben bis jetzt Repertoire gespielt, dass die Leute gekannt haben, teilweise ein bisschen auch unbekanntere Stücke aus dem Kanon des gängigen Repertoires. Und jetzt also steigen wir in eine Welt, in eine neue Welt für viele unserer Zuhörer. Und wir möchten diese nächste halbe Stunde drum auch dazu benutzen, unseren Zuhörern zu Hause diese Welt ein bisschen näher zu bringen. Und deshalb gefällt mir dieses Stück auch so sehr, da es George Crumb versteht, in raffinierter Weise Altes und Neues miteinander zu verbinden. Wenn ich mich nicht täusche, war da ein Stück von Chopin, das reingeflochten war, nicht ja, wahr? Ja, das ist ein Zitat von einem sehr berühmten Stück von Chopin, das heißt Ekstroms Fantasie. Und das kennt jeder Pianist oder sogar vielleicht jeder Musikliebhaber. Und das hat mich so fasziniert, wie es Crumb schafft, sozusagen einen Zustand, etwas Neues zu schaffen. Ein Zustand zwischen Wach sein und Traum. So diese Zwischentöne, die fast schon einen meditativen Zustand hervorrufen. Und ich muss sagen, wirklich, als ich das erste Mal gehört habe, dieses Stück, ich musste das gleich immer und immer wieder hören. Ich war richtig fasziniert eigentlich von dieser Komposition. Mhm. Vielen Dank, dass du dieses Stück mitgebracht hast. Und ich bin mir sicher, dass das auch sehr vielen Leuten zu Hause so geht. Dies führt mich gleich zur nächsten Frage an dich, und zwar vielleicht eine etwas verwegene Frage, vielleicht auch eine sehr banale Frage, aber ich bin mir sicher, dass viele Leute zu Hause, die diese Musik vielleicht nicht so kennen, gewisse Berührungsängste haben. Man hört das immer wieder, und darum die ganz einfache Frage, wie hört man diese Musik denn? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Tipps, die du uns geben könntest, wie man sich dieser Musik annähern kann? Och, das ist gerade wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage. Und da müsste man auch sehr lange, glaube ich, erklären, wenn ich das wirklich etwas vertiefen würde in diese Frage, weil ganze Welt oder sehr große Teile, auf jeden Fall Musikwelt, hirnt im Moment über diese Sachen. Ja. Wann ist das passiert? Ist das, wie die Anschluss verloren haben? Und wann wurde diese musikalische Sprache so verändert, dass auf eine Art neben dem Publikum, oder sagen wir nicht Publikum als Ganze, das wäre ein bisschen falsch, darüber zu reden, weil es gibt ein sehr großes Publikum dafür auch und Leute, die das suchen. Ja. Genau, aber diese, was mich interessiert, warum es diese zwei Polen gibt. Ja? Aber das ist ein sehr langes Thema. Ich weiß nicht, was ich sage. Man muss einfach hören. Man muss probieren, in diesen Klang einzusetzen, einzutauchen vielleicht auch. Einzutauchen und versuchen, von innen heraus diese Musik zu erforschen. Man soll in Konzerten hingehen und probieren, diese Musik zu hören. Es gibt so viele schöne Konzerte und überall in alle Städte der Welt. Und
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass was mir geholfen hat, Zugang dieser Musik zu finden, weil das war ja auch irgendwann, ich komme aus Georgien, ja, und da hatte ich überhaupt nicht so viele Möglichkeiten, wirklich hardcore neue Musik zu hören, sagen wir so. Also ich wusste schon, dass es gibt einiges, es gibt Ligeti, es gibt, aber ich hatte das nicht im Spielrepertoire oder nicht in Konzertagendas stand, das sowieso nicht. Und da habe ich einen sehr wichtigen Moment gehabt in meinem Leben, wo ich für die Schweiz, für die Aufnahmeprüfungen ein Programm einstudieren müsste. Und dann dort hat geheißen, dass ich muss ein Stück spielen, wo nach 1940 geschrieben ist. Und das muss mit gewissen modernen Techniken, also das ist nicht Schostakowitsch oder Prokofiev, die auch teilweise später geschrieben haben, aber es muss eine bestimmte Haltung von moderner Musik haben, der experimentelle oder so. Und dann meine Lehrerin hat gesagt, ja, spiel doch Messiaen. Und das war irgendwie eine unglaubliche Geschichte. Diese Musik hat mir absolut andere Ohren angelegt. Das ist ganz toll, weil heute Abend werden wir ja dann auch später noch Messiaen hören. Mhm. Vielen Dank, Tamrikor, für diese Aussage, und auch, ich möchte dich auch sehr unterstützen, unser Thema heute, offene Ohren, sozusagen. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Stück. Wir gehen zu Charles Ives und haben dort das Stück, das heißt Dreams, aus den 8 Sentimental Ballads, nach einem Text von Porges. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel dazu sagen, sondern nur eine kurze Stelle rezitieren aus diesem Text, wo es heißt, but oh, I cannot tell why I fear their words are false. I dream of thee, love, and thou art near till I awake. Zu Deutsch, aber oh, oh, ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, warum mir dräumt, dass die Leute etwas Falsches sagen könnten. Ich träume von dir, meine Liebe, und du bist mir nah. Und nahe bei dir wache ich auf. Nun also von Charles Ives, wir gehen zurück in die Traumwelt, Dreams. Thank you.
Vielen Dank, liebe Tamriko. Bevor wir gleich zum nächsten Stück kommen, jetzt wird es auch richtig spannend. Und zwar, das nächste Stück stammt von Thomas Valli, dem österreichischen Komponisten. Sie haben zu Beginn gerade ein kurzes Skype-Interview, eine Fragerunde mit Marcel Babassade gehört. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute Abend dieses Stück von Thomas Valli hier in der Schweiz erst aufführen dürfen bei Digital Concerts. Liebe Tamriko, wie hast du Thomas Valli eigentlich kennengelernt? Ach, das war etwa 6 Jahre vor 6 Jahren. Er hat für mein Ensemble, Mondrian Ensemble, ein Stück geschrieben, ein Klavierquartett. Und dieses Klavierquartett lag ziemlich lange in der Schublade in meinem Studio. Und irgendwann haben wir entschieden, okay, jetzt spielen wir dieses Stück. Und dann habe ich Noten aufgemacht und zuerst wollte ich das wieder zumachen. Weil es war schwarz und kein Takt war gleich als die andere. So völlig verrückte rhythmische Anhäufungen und einfach wahnsinnig viel Material und wirklich wie ein Klavierkonzert und Streicher müssen unglaubliche auch Schwierigkeiten machen. Und dann habe ich, das wird aber nicht gut kommen. Dann aber doch angefangen, das zu lesen und mich durcharbeiten durch dieses Stück. Und irgendwann hat das umgewandelt und das war wahrscheinlich die schönste Erfahrung, die ich habe. Ach, diese unglaubliche, schwierige Strukturen oder Schwärme oder weiß ich, wie wir das beschreiben, die sind plötzlich unglaublich expressive Musik geworden sind. Das ist toll. Das ist auch sehr schön, weil diese Musik ist egal, welche Musik, jede Musik, und das ist eine feste Überzeugung von mir, muss mit Herz gespielt werden, ist expressiv. Es ist schon alleine vom Wort wegen expressiv, was wir tun. Und ich freue mich sehr, was du gesagt hast, mit vielen Tönen und Komplexität. Ich musste nämlich sehr schmunzeln, weil dass dieses Stück, was wir hören, hat zum einen den Namen Postscriptum. The Melancholy of Perfection Ism. Ism, genau, was wiederum eine natürlich Verbindung ist zum Programm. Du hast das Programm Melancholy of Perfection genannt. Und spannend und lustig fand ich eben auch, der Zyklus, aus dem dieses Stück stammt, ein 90-minütiger Klavierzyklus, heißt ganz trocken, aber auch sehr nicht ganz humorlos, Cycle 25 Easy Pieces. Also wahrscheinlich, liebe Tamriko, it rings a bell. Und darum möchte ich dich auch gleich fragen, vielleicht kannst du uns etwas über die Musik sagen von diesem Stück. Gerne. Und über die Musik generell von Thomas Valli hast du schon bereits etwas angesprochen, aber genau, jetzt spezifisch. Da würde ich jetzt nicht wahnsinnig viel noch weiter sagen. Ja? Das ist einfach unglaublich tolle Musik generell und sehr frisch und sehr mutig auch. Er bewegt etwas mit seiner Musik und das ist immer eine Gratwanderung, wenn man das spielt. Man denkt, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Aber das Stück, was wir heute hören, das gehört gar nicht in diese Kapitel. Das ist eine absolut andere Seite von Thomas. Das ist ein unglaublich sinnliche und Klangstück eigentlich, konnte man das so sagen. Die Hauptaction, was überhaupt, wenn man das so nennen kann, passiert, ist passiert in innerem vom Flügel mit dem, wie die Saiten schwingen, was passiert ist zwischen den Tönen, was für Farbe da entstehen. Und es ist auch sehr melancholisches Stück. Ich kann vorstellen, dass so genau wie Thomas ist und so präzise hat er diese 25 Stücke geschrieben und dann hat er auch für uns so ein Zugabestück hinterlassen, dass wir dann auch so eine schöne Zugabe nach diesen 25 Stücke spielen können. Und jetzt kommt eben heute genau diese Zugabe sozusagen, die ich eingespielt habe auch letzten Sommer in Wien zusammen mit
größere Ensemblestücke von Thomas und diese CD von Thomas kommt ganz bald zum Erscheinung bei Label Collenium. Und dann können Sie auch viel mehr Musik von Thomas Wiley hören. Vielen Dank. Das hat uns jetzt also wirklich sehr interessiert gemacht, wie dieses Stück nun klingt. Und ich freue mich riesig, liebe Tamriko, dass du dieses Stück für uns spielst. Viel Spaß.
Wow, was für ein wunderschönes Stück. Vielen Dank, Tamriko. Du hast es auch wirklich wunderschön gespielt. Ich bin sehr ergriffen. Vielen Dank, Thomas Walli, dass wir dieses Stück hier bei uns spielen durften. Und gleich machen wir einen großen Sprung zeitlich von Thomas Walli, der ja 1981 geboren ist, zu Alexander Skriabin. Und ich möchte eigentlich gar nicht viel sagen, weil das ist ein sehr kurzes Stück, eine Etüde, die Etüde Nummer 3 aus Opus 42. Alexander Skriabin, dass Sie eine Vorstellung haben, ist 1872 geboren und dann 1915 an den Folgen einer Blutvergiftung gestorben. Und nun hören Sie also ein ganz tolles, kurzes Stück, eine Etüde, die Etüde Nummer 3. Viel Spaß. Ein farbiges Stück. Und apropos Farbe, wussten Sie, dass Skriabin ähnlich wie Goethe auch eine eigene Farbenlehre entwickelt hat? Und zwar hat er jeder Tonart eine Farbe zugeordnet. Also da war zum Beispiel Rot C-Dur oder D-Dur war Gelb. Ein wirklich sehr interessanter Komponist. Und ich freue mich, dass du dieses Stück gespielt hast, liebe Tamriko. Und bevor wir nun zum letzten Stück kommen heute Abend, möchte ich Sie gerne noch einmal auf die Spenden aufmerksam machen. Es kam in der letzten Woche einige Anfragen, wie ist das denn technisch möglich? Und zwar ist das ganz einfach. Am einfachsten gehen Sie auf unsere Website www.digital-concerts.ch und dort haben Sie ganz oben gleich zu Beginn der Seite einen roten Knopf, da steht Unterstützen. Und drücken Sie auf diesen Button und dann können Sie uns per PayPal, Twint oder auch über eine ganz einfache Banküberweisung, Kreditkarte unterstützen. Und egal, ob ein kleiner oder größerer Betrag, wir freuen uns riesig. Vor allem die Künstler, die hier auftreten, freuen sich sehr. Und auch wir von Digital Concerts, damit wir weiter hier für Sie da sein können und Sie uns unterstützen könnten, anstelle eines Konzerttickets. Das wäre eine ganz feine Sache. Und nun kommen wir aber auch gleich zum letzten Stück. Ein Stück von Messiaen, liebe Tamriko. Das ist ja ein Komponist, ein sehr interessanter Komponist. Du hast vorher kurz erwähnt, sozusagen, der hat dich ein Stück weit auch in die Schweiz gebracht mit dieser Aufnahmeprüfung. Magst du uns etwas sagen zu Messiaen und zu diesem Stück? Ja, ich kann vielleicht nicht zu Messiaen direkt, sondern Verbindung vom Skriabin zu Messiaen. Wie du sagtest, die beiden sind die vielleicht 1% von Menschlichkeit, die Töne in Farben hören oder Farben in Töne. Also wir normale Musiker, wir reden viel in Musik über Farben oder versuchen, das in Farben überzusetzen, indem dass wir verschiedene Charaktere darstellen oder verschiedene Gebiete bauen in Musik, die man Zuhörer nahe bringt oder versuchen, die zu Gestalt zu geben. Aber es gibt diese ein ganz, ganz kleine Häuflein von Menschen, die,
die Musik oder die Töne, die Tonarten, die Modis, alle diese Sachen haben in ganz genaue Vorstellung, wie in welcher Farbe diese Töne sind. Und diese Verbindung zwischen Scriabin und Messiaen, das finde ich auch sehr spannend durch das. Und dieses Stück, was Sie eigentlich gerade vorher gehört haben, das ist in Fismol geschrieben, die Etüde vom Scriabin. Und Messiaen sagt über das Fismol, dass es sei nicht eine Farbe, das ist eine Funke. Das ist einfach sehr, sehr viele Farben drin sind. Und das ist so schön, das zu auch nachhinein das zu merken überhaupt, was Funke, das. Ich finde, das hört man auch in dieser Musik. Ja, aber das ist schön, dass wenn nachhinein kommt, zuerst hört man, dass es farbig ist und dann nachhinein denkt man, ah, die haben das so weit gedacht oder genau so gestaltet, wie das wollten. Und ja, man könnte das so viel weiterreden. Sie können mich auch weiter fragen nach dem Konzert. Das ist ein unendliches, schönes und wirklich sehr tiefe Welt mit dieser Synästhesie und alle diese Komponisten. Und das geht weit zurück in das 18. Jahrhundert und geht bis heute und weiter mit verschiedensten Komponisten und Spektralisten und wie auch immer. Vielen Dank, liebe Tamriko, für diese spannenden Ausführungen. Messiaen war ja nicht nur einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, sondern auch einer der wichtigsten Kompositionslehrer. So war er unter anderem Lehrer von niemand Geringerem als Gheorghe Kurtág oder Pierre Boulez, Yannis Xenakis, um nur einige wenige zu nennen. Ligeti, genau. Und ganz interessant, Messiaen war auch ein leidenschaftlicher Ornithologe, also ein Experte in der Vogelkunde und auch ein sehr religiöser Mensch, ein sehr gläubiger Mensch. Und so trägt dieses letzte Stück auch den Titel «Première Communion de la Vierge» und den Untertitel «Vingt regards sur l'enfant Jésus». Und bevor das Stück beginnt, und das möchte ich noch kurz sagen, steht ein kleiner Text, ich möchte nicht den ganzen Text rezitieren, aber er hört auf mit «Mon amour sans bruit de parole». Also gewidmet meiner Liebe, da meint er etwas natürlich Überirdisches auch, meine Liebe ohne das Stören, der störende Lärm der Worte. Und in diesem Sinne möchte ich gar nicht mehr viel sagen. Sie hören jetzt gleich die Musik. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Tamriko, dass du heute Abend bei uns hier bist, bei Digital Concerts im Atelier Klang und Raum in Witikon am See und diese wunderbare Musik mitgebracht hast. Vielen Dank dir für den schönen Rahmen und schöne Begleitung. Ganz toll. Und nächste Woche erwartet Sie hier etwas ganz anderes. Und zwar das erste Mal ein Klaviertrio. Wir freuen uns riesig, dass wir das Trio Rafal nächste Woche hier begrüßen dürfen. Eines der tollsten jungen Trios in Europa. Sie haben schon in der Berliner Philharmonie, in der Wigmore Hall in London oder am Lucerne Festival gespielt, um nur einige wenige zu nennen. Und wir werden uns einem ganz speziellen Geburtstagskind widmen. Und ich sage nur so viel. Er wäre dieses Jahr 250 Jahre alt geworden. Und ich sage Ihnen noch einen Tipp, es wird gespenstisch schön bei uns. Ich hoffe, Sie haben eine ganz gute Woche. Heben Sie sich Sorg und bis nächste Woche. Vielen Dank.